Er hat mit größtem Selbstbewusstsein so getan, als wäre er Pilot. Er hatte keine Ahnung vom Fliegen. Er musste sogar kotzen, als er das erste Mal geflogen ist. Aber er war Pilot, weil er so selbstbewusst war. Und alle haben es ihm geglaubt. Dann wurde er Anwalt in Georgia. Er war Arzt, musste dann wieder kotzen, als er eine OP halten musste. Er konnte nicht, aber er war nach außen so selbstbewusst, so assertive wie Don Corleone. Und er hat ungefähr 2,5 Millionen damit gemacht. Gar nicht so schlecht. Haartransplantation. Ein wichtiges Thema für Männer. Bei Frauen sind das eher andere Geschlechtsmerkmale. Aber Haarausfall ist ein großes Problem für Männer. Und es gibt, und das ist die gute Nachricht, und damit möchte ich den Vortrag starten, um dem Devran wenigstens ein wenig entgegenzukommen. Nur ein paar tausend Euro und euer männliches Ego durch mehr Haare ist wieder drin für euch, liebe Männer. Es gibt viele Methoden, FOE-Methode, DHI-Methode, aber heute, genug Devran, geht es um euch. Es geht darum, wie ihr mit krasserer Kommunikation erfolgreicher werdet. Viele Leute machen sich das gar nicht bewusst, dass die Fähigkeit zu kommunizieren direkt korreliert mit mehr Erfolg. Ich habe für euch ein Experiment gemacht. Mit 10 Jahren habe ich meine Eltern überzeugt, aus der Ukraine nach Deutschland zu kommen, um zu testen, ob Kommunikation wirklich wichtig ist. Ich kam also mit 0 Wörtern nach Deutschland und meine Eltern haben gesagt, okay, wenn der Vlad ein Experiment macht, soll er das Experiment haben. Und vom Musterschüler über Nacht bin ich zum schlechtesten Schüler in Deutschland geworden. Und das war für mich der erste Hinweis, ohne Kommunikation kein Erfolg. Und über die Zeit hinweg habe ich dann ein paar Vokabeln gelernt und mit ein paar Vokabeln kam ich von einer 6 auf eine 5 in Deutsch und dachte, yes! Wenn ich also besser kommuniziere, komme ich von 6 auf 5, dann kannte ich so 100 Vokabeln, von 5 auf 4, dann so 1000 Vokabeln. Das war der erste Bereich, wo ich gedacht habe, von 4 auf 3, nice. Und irgendwann habe ich begriffen, beim Deutschleistungskurs, wenn ich Fremd- und Fachwörter benutze, ist mein Deutschlehrer so beeindruckt von dem Wort wie Ambiguitätstoleranz oder Paradigmenwechsel, dass plötzlich meine Aufsätze 13 Punkte hatten. Yes! Yes! Und ihr wisst ja, irgendwann ist man mit Schule fertig und dann gibt es wieder so einen Start im Leben. Und mein nächster Start und meine nächste Sprachlosigkeit war der Debattierclub. Debattierclub, wer es nicht kennt, die Moderatorin hat es angedeutet, das ist so ein Club für Studenten, die treffen sich und müssen spontan in 15 Minuten einen Vortrag halten. Deswegen war ich auch schon fast fertig, über Haartransplantation zu sprechen, aber leider kam dann mein Foto dazwischen. Das wäre eine lustige Rede gewesen über Haartransplantation. Aber ich habe festgestellt beim Debattierclub, ich konnte zwar Deutsch, aber wieder war ich der schlechteste Debattierer im Raum. Ich konnte nicht kommunizieren, ich wusste nicht, wie man eine Rede aufbaut und ich war der Schlechteste in unserem Münchner Club. Und dann war ich der Vorvorletzte, irgendwann ganz okay dabei, irgendwann war ich dann der Beste im Club, dann bin ich auf deutsche Meisterschaften, Europameisterschaften gefahren und das war dann Erfolg im Debattiersinn, wo ich dann Top 10 Speaker in Europa war, Publikumsliebling, Finalredner und so weiter und so fort. Aber dann wieder einen Neuanfang, denn mit 30 wird man rausgekickt aus der Debattierwelt, genug geblubbert, gut Student, und dann war ich im Business. Und das war das dritte Mal der Sprachlosigkeit. Und zwar dachte ich, oh, ich kann aber gut argumentieren und spontane Rede halten. Und auch hier, wir sind ja beim Business Campus, ich hatte keine Ahnung, wie man sein Produkt verkauft. Und das erste Mal habe ich Flyer ausgeteilt mit super vielen Unterpunkten und was die Leute alles bekommen. 3000 Flyer, das war meine erste Business-Investition für 1000 Mark. 3000 Flyer und ja, wie viele Leute haben sich angemeldet für mein Wochenendseminar? Ihr könnt es ahnen, Rhetorik und Argumentation mit Wladislav Jachtschenko, 0 Leute waren im Raum. 0. Und das war schon 99 Euro Angebot. Also es war kein krass High-Ticket, was heute so, hey, zahl mir 50.000, ich mache mit dir die Transformation. Das waren 99 Euro. Also kein krasser High-Ticket-Coach, hey, Copecard, Anbinde. Nein, das war 99 Euro für 2 Tage. Nix. Das heißt, ich war 3 Mal in meinem Leben sprachlos. Und ihr seid ja heute hier, nicht weil ihr wissen wollt, wie ihr 13 Punkte in Deutsch schafft.
glaube, da sind wir zu alt für. Ihr wollt wahrscheinlich auch nicht wissen, wie man auf Europameisterschaften ganz weit kommt, sondern ihr wollt wissen, wie kann man das Business besser aufbauen. Und zwar sage ich euch, durch Business-Kommunikation. Und es gibt etwas da draußen in der Welt, ihr seht es hier an diesem Bild, was bisher in der Businesswelt gefehlt hat. Und zwar, ich wollte Rhetoriktrainer werden und ihr seht die Rhetorik hier. Es ist wunderbare Kunst, eine schöne Rede zu halten. Gute Körpersprache, gute Stimme. Vielleicht war der eine oder andere von euch auch schon mal auf einem Rhetorikseminar. Kurz mal Hand hoch. Rhetorik-Kommunikationstraining. Und da gibt es tolle Tipps. Ich nenne sie manchmal auch abgedroschene Tipps. Man sagt, Blickkontakt ist wichtig. Man sagt, Gestik ist wichtig. Man sagt, fester Stand ist wichtig. Man sagt bei Stimme, laute Stimme, deutlich sprechen ist wichtig. Und das ist gut. Aber das Problem ist, wenn ihr toll auftretet, irgendwann, und so geht es euch auch mit mir, wollt ihr auch ein wenig Inhalt haben. Ihr wollt Content haben. Ihr wollt nicht einfach nur eine gute Show haben. Und da kommt dieser Arm ins Spiel, die Argumentation. Die Argumentation, also die Fähigkeit, plausible Argumente zu bauen, wo die Menschen zuhören und sagen, das macht Sinn für mich. Und genau diese Verbindung, das ist das, was ich in den letzten 10 Jahren aufgebaut habe, das ist die sogenannte Argumentorik-Methode. Die Verknüpfung von ausdrucksvoller Sprache und eindrucksvoller Beweisführung. Wenn ihr gut kommuniziert, könnt ihr mehr verkaufen, könnt ihr größeres Business aufbauen. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegt ihr das hin? Und ich möchte euch heute, ich habe ja nicht ganz so viel Zeit, ich möchte euch heute 3 Gebote der Business-Rhetorik und 3 Gebote der Business-Argumentation mitgeben. Und das ist der Bereich, wo ihr gerne einen Stift rausnehmt, denn Storytelling is over, ladies and gentlemen. It's time for some content. Punkt Nummer 1. Be assertive. Assertive ist ein Wort, was so schön ist, dass man es kaum auf Deutsch übersetzen kann. Assertion ist die Behauptung. Assertive bedeutet behauptend sein, frei übersetzt Selbstbewusstsein. Als Don Corleone von einem Sänger gefragt wurde, ich will aber die Rolle haben, aber die Rolle kriege ich nicht, dann sagte Don Corleone mit größtem Selbstbewusstsein, ich mache dem Filmemacher ein Angebot, was er nicht ablehnen kann, ganz genau. Wenn ihr im Business seid, und Don Corleone war lange Zeit gut im Business, dann müsst ihr so sprechen, dass man keinen Zweifel sieht. Keinen Zweifel. Ich sehe beispielsweise in einigen Gesichtern von euch kleine Zweifel. Wenn ihr sitzt und nicht sprecht, das ist keine gute Nachricht. Aber wenn ihr sprecht, dann möchte ich, dass man keinen Hauch an Zweifel in dem hört, was ihr sagt. Ich habe vorgestern als Vorbereitung an diesen Vortrag den Film Catch Me If You Can geschaut. Wer hat den geschaut? Kurz mal anheben. Yes, Leonardo DiCaprio, fantastischer Schauspieler. Was hat er gemacht? Er hat mit größtem Selbstbewusstsein so getan, als wäre er Pilot. Er hatte keine Ahnung vom Fliegen. Er musste sogar kotzen, als er das erste Mal geflogen ist. Aber er war Pilot, weil er so selbstbewusst war und alle haben es ihm geglaubt. Dann wurde er Anwalt in Georgia, war Arzt, musste dann wieder kotzen, als er eine OP halten musste. Er konnte nicht, aber er war nach außen so selbstbewusst, so assertive wie Don Corleone und er hat ungefähr 2,5 Millionen damit gemacht. Gar nicht so schlecht für jemanden, der wie Don Corleone nicht mal eine Waffe hatte. Also assertive bedeutet, dass wenn ihr sprecht, ich keinen Zweifel sehe. Keinen Zweifel. Dann glauben die Leute, der Typ oder die Typin, der, die oder das hat es richtig drauf. 2. Punkt. Own the room. Okay. You know me, I have very small hands, but that doesn't mean anything. They're actually big hands. Look at those hands. Donald Trump. Ein Mann, der ziemlich erfolgreich ist, als Investor, als Präsidentschaftskandidat. Und was Donald Trump auszeichnet, egal ob man ihn mag oder nicht, der zieht die Leute magnetisch an. Wir wollen wissen, was passiert gleich. Der überrascht die Leute. Der ist jemand, den ich ein Menschenmagnet nenne. Aber wie wirst du zu so einem Menschenmagneten? Wenn du die Präsidentschaftsduelle anschaust, das ist der Mann mit der höchsten Energie im Raum. Wenn also Joe Biden spricht und dann Donald Trump, die Energie ist bei Donnie.
Wenn Jeb Bush spricht und Donald Trump, dann ist die Energie bei Donald Trump. Egal Hillary Clinton, Donald Trump, die Energie ist immer bei Donald Trump. Und egal, welchem Marketer ihr folgt, ob Erkan Aydogan oder Gary Vaynerchuk, alle Marketer der Welt sagen die große Wahrheit. Wer höhere Energie hat, der überzeugt. Und das bedeutet für euch, danke Gary, und das bedeutet für euch, dass ihr diese Energie auch zeigen müsst. Und selbst wenn ihr introvertiert seid, ich werde euch mal was verraten, ich bin ein introvertierter Typ. Ich lese gerne Bücher, wer mich kennt, wird das belegen, ich höre gerne Podcasts, ich gehe spazieren. Spazieren. Aber wenn ich weiß, ich bin jetzt für 25 Minuten auf der Bühne, dann bin ich für kurze Zeit extrovertiert. Weil ohne Energie kann ich diesen Raum nicht ownen, nicht beherrschen. Und das können wir von Donald Trump lernen. Own the room. And Mexico is gonna pay for it. Dritter Punkt. Be different. Wir sehen hier einen Mann, der ganz anders war als viele andere Männer. Mahatma Gandhi. Wenn man von einer Kolonialmacht beherrscht wird, wie beispielsweise das British Empire, dann normalerweise sagt man, wir müssen dagegen kämpfen, wir müssen zu Waffen greifen, wir müssen Widerstand gehen. Und dieser Typ war anders, different. Der hat nicht nur different gesprochen, der hat zum Beispiel gesagt, I regard myself as a soldier of peace. And I have never made the statement to the direction that people should use violence. Never. Bedeutet, der Typ, das Outfit ist natürlich auch nett, ja? Die Brille ist ein Markenzeichen, die Art, wie er spricht, auch das Konzept des gewaltlosen Widerstands war einfach neu, das war krass. Damit haben die Engländer nicht gerechnet. Und das hat am Ende zum Erfolg und Unabhängigkeit Indiens geführt. Und genauso ist es bei mir auch. Ihr habt es vorhin gesehen, Argumentorik. Wenn ich ein Rhetoriktrainer wäre, ja, da kann man mich austauschen. Da gibt es allein in München 150 Rhetoriktrainer bei der Volkshochschule München. Dann noch 100 Rhetoriktrainer bei der Industrie- und Handelskammer München allein. Aber Argumentoriktrainer, das gibt es gar nicht. Argumentative Rhetorik, das gibt es gar nicht. Und wenn ihr mehr Lust und darüber mehr erfahren wollt, bleibt dran. Alright, drei Gebote der Argumentation. Jetzt gehen wir also in den Inhalt hinein. Was ist inhaltlich zu beachten? Was ist inhaltlich zu bedenken, wenn ihr überzeugen möchtet? Das erste ist, viele von euch kennen das Vier-Farben-Modell oder das Disk-Modell. Wink mal kurz, da muss ich nicht so viel erzählen. Genau, also die meisten, so 90%, kennen das Disk-Modell. Es gibt also blaue Typen, es gibt rote Typen, grüne Typen und gelbe Typen. Und diese Typen, also der blaue ist der rationale Informatiker, der rote ist so ein Alpha-Tier, so ein Führungskraft, der grüne ist so ein Teamplayer und der gelbe ist so ein Netzwerker und gesellschaftlicher Typ. Wenn ihr jetzt argumentieren wollt, das Falscheste, was ihr machen könnt, ihr bereitet euch das perfekte Argument vor. Warum? Das perfekte Argument gibt es nicht. Ich sag's nochmal, als Debattierer, das perfekte Argument gibt es nicht. Es gibt vielleicht das perfekte Argument für euch, aber je nachdem, ob vor euch ein blauer, ein roter, ein grüner oder gelber sitzt, muss das Argument anders gefärbt werden. Und ich möchte euch etwas sagen, was ich noch nirgendwo gesagt habe, aber warum nicht hier, oder? Wenn wir schon mal da sind, im Business Campus. Und zwar folgendes, man kann sich das so schön merken, dass der Blaue, das B, das Blau, steht für Begründung. Der Blaue braucht Begründung. Der Blaue braucht Zahlen, Daten, Fakten und Statistiken. Blau, Begründung. Und das andere könnt ihr weglassen. Was ist mit dem Roten? R braucht R. Der Rote braucht Relevanz. Wenn ihr also mit einer Führungskraft, mit einem Gründer spricht, dann interessieren ihn die Statistiken und die Einzelheiten nicht. Der kotzt. Sondern der will die Relevanz. Was nützt mir das? Oder wo könnte der Schaden drin sein? Das heißt, rot argumentieren bedeutet sofort auf die Relevanz drauf zu gehen. Und grün und gelb fangen ja beide mit G an. Deswegen habe ich mir überlegt, Gemeinschaft. Bei den beiden, die sind emotional, das seht ihr hier auf der Y-Achse, die Emotionalen brauchen Gemeinschaft. Beim Gelben ist ein bisschen mehr Geselligkeit und beim Grünen sind das ein bisschen mehr die Gemeinsamkeiten. Aber am Ende braucht ihr eine G-lastige Argumentation, also übers Team reden, über die gemeinsamen Interessen und die gemeinsamen Ziele. Wenn du nicht den vier Farben argumentierst, dann wirst du nur zufällig überzeugen. Wenn du alles bringst, ja, dann schießt du häufig daneben. Insofern blaue Argumentation, gelbe, grüne und rote Argumentation voneinander unterscheiden. Dann nächster Punkt.
kenne die besten Begründungsstränge. Und das ist der einzige Moment, wo ich sagen würde, jetzt lohnt es sich, einen Screenshot zu machen, weil nämlich ich nicht alle 10 durchgehen werde, aber diese Begründungsstränge, die kenne ich aus der Debattierwelt auswendig. Wenn wir früher argumentieren mussten, dann wussten wir, es geht darum, dass wir manchmal wirtschaftlich, manchmal altruistisch, manchmal emotional, manchmal moralisch, politisch, egoistisch, pragmatisch argumentieren mussten. Aber wir mussten wissen, wann wir welche Begründungsart anwenden. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Stellt euch vor, ich war vor kurzem als Trainer für so eine Versicherungsgesellschaft unterwegs. Ihr wollt eine Berufsunfähigkeitsversicherung verkaufen als Versicherungsvertreter. Und dann sitzt vor euch irgendein Typ, nennen wir ihn Björn. Und der Björn, der ist jemand, der ist eher wirtschaftsorientiert. Das heißt, ihr müsst beim Björn im Grunde nur die wirtschaftlichen Argumente bringen. Also Profit, was kostet das? Meistens wird der Björn sich überlegen, was ist der günstigste Tarif? Der wird sagen, ich will zweistellig 99 Euro maximal zahlen, Hauptsache nicht mehr. Das heißt, ihr müsst nur wirtschaftlich argumentieren. Mehr braucht der Björn nicht. Oder ihr findet im Vorgespräch heraus, der Björn ist altruistisch. Der schließt für sich eine Berufsunfähigkeit ab, weil er seine Familie damit schützen will. Der macht das gar nicht für sich. Da müsst ihr natürlich ganz anders, nämlich altruistisch argumentieren. Oder juristisch, da gibt es auch so Leute. Ich habe ja das schöne Geschenk, 7 Jahre Jura studiert zu haben, 2 Staatsexamen gemacht. Und meine Mutter ist sehr unglücklich, dass ich hier heute vor euch spreche. Wenn ich wieder zu Hause in Osnabrück bin, dann fragt sie mich immer wieder, und wann bist du dann wieder Anwalt? Weil was will man mit einem Speaker, kann man bei Nachbarinnen nicht angeben. Was ist das? Speaker, Anwalt. Ja, sie hofft noch. Ich habe auch Hoffnung für sie. Who knows? Ja, aber bei juristischen, angenommen Björn ist juristisch unterwegs, dann muss man ihm wirklich jede Einzelheit aus dem Vertrag durchdeklinieren. Und er will wirklich wissen, was genau steckt da drin, was sind die Ausnahmebedingungen, wann bekomme ich keine Berufsunfähigkeit. Und wenn du aber weißt, jemand denkt juristisch, dann gehst du mit ihm einfach den Vertrag vor. Einfach Punkt für Punkt. Und schließlich idealistisch, kommt zwar selten vor, wir sind meistens eher entrepreneurial unterwegs als idealistic, aber manche von euch sind idealistisch, zum Beispiel, wenn jemand eine BU abschließt, damit er nicht Hartz IV bekommen muss, wenn er berufsunfähig wird oder Sozialhilfe. Das heißt, für einige Leute ist es extrem wichtig, seinem oder ihrem Ideal zu entsprechen, dass ich selbst wirksam bin und ich möchte nicht auf dem Staat und auf der Bevölkerung liegen. Und diese 10 Dinger, ihr seid ja clevere Leute hier bei Entrepreneur University, ihr könnt sie dann auf euren Case anwenden, egal was ihr macht, egal was ihr verkaufen wollt, und euch überlegen zu jeder These, die ihr aufstellt, diese 10 Begründungsstränge. Und keine Sorge, ich erzähle euch gleich, wie das mit meiner Hilfe geht. Und dann das Dritte, nutze immer eine Einwand vor Behandlung. Viele Leute haben das Problem, dass sie immer für ihre These sprechen, aber niemals das Gegenargument schätzen. Beim Debattieren habe ich das schätzen gelernt. Auf großen Turnieren, ich konnte mich nicht aussuchen, bin ich pro oder contra. Ich kann mich noch erinnern, bei einer Finaldebatte, da sitzen in Münster 350 Leute. Ich war der erste Redner und das Thema war, man sollte die iranischen Physiker durch Kopfschuss alle erschießen, die an einem Atomprogramm arbeiten. Und ich musste dafür sein. Ich konnte nicht auswählen. Das ist Teil des Spiels. Und als ich auf die Bühne ging, hat das Publikum angefangen, mich auszubuhen. Vorher wurde noch erklärt, die Redner haben zugewiesene Positionen, sie können nichts dafür. Aber die Münsteraner, die hatten wahrscheinlich schon was drin. Haben es nicht verstanden. Jedenfalls habe ich dafür argumentiert und natürlich, wenn ein Raum gegen einen ist, ich muss das Gegenargument ansprechen, sonst habe ich überhaupt keine Chance, diese Debatte zu gewinnen. Was ist das offensichtliche Gegenargument, über das ich als erstes gesprochen habe? Natürlich das Recht auf Leben und die Menschenwürde dieser Physiker. Darüber muss ich sprechen, wenn ich eine Chance haben will, diese Debatte zu gewinnen. Und natürlich wird auch ein Versicherungsvertreter sich fragen, was ist jetzt zum Beispiel bei so einem Büroarbeiter eigentlich das große Problem bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Naja, da sagt man, ja, man wird ja gar nicht berufsunfähig. Also statistisch gesehen, ich sitze ja nur am Laptop. Das heißt, der Kunde wird wahrscheinlich sagen, ich bin davon ja gar nicht betroffen.
Wenn ihr also mit so einem Menschen sprecht, müsst ihr euch immer die Frage stellen, was ist der fetteste Einwand, den ich von meinem Publikum bzw. von meinem Kunden bekomme? Und wenn ihr da nicht ängstlich seid, euch da irgendwie hinterm Pult versteckt und denkt, ja, ich will jetzt nicht über den Ei, ich weiß, dass er kommt, aber ich will dazu nichts sagen, dann habt ihr ein Problem der Glaubwürdigkeit, weil am Ende des Tages könnt ihr viel intelligenter wirken, wenn ihr beide Seiten beleuchtet, das Pro und das Contra. Und wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr so ein Missionar und sagt, ja, ihr müsst es machen, ihr müsst es kaufen, ihr müsst dieses und jenes tun. Und genau das ist das richtig fette Problem beim Überzeugen, wenn wir vergessen, auch die Gegenseite uns anzuhören. Und in meinem Podcast beispielsweise gibt es auch unterschiedlichste Meinungen, auch politische Meinungen, mal pro, mal contra, mehr Flüchtlinge, weniger Flüchtlinge, mehr Klimawandel, weniger Klimawandel, mehr Maßnahmen gegen Corona, weniger Maßnahmen gegen Corona. Und dann sehe ich in den Kommentaren, wie die Leute schreiben, hey, wie kannst du der Linken eine Plattform geben, wie kannst du der SPD, wie kannst du der alle möglichen Parteien? Und die Leute verstehen nicht, man sollte idealerweise auch politisch gesehen immer sich die Gegenmeinung anhören. Und insofern kann ich euch nur einladen, wenn ihr versucht zu überzeugen, stellt euch die Frage, was ist das fetteste Gegenargument, statt davor wegzulaufen. Wenn ihr Verkäufer seid, was ist das fetteste Gegenargument, statt wegzulaufen. Wenn ihr Gründer seid und vor Investoren spricht, was ist das fetteste Gegenargument. Ich habe letztens jemanden gecoacht, der hat eine Förderung von 1,2 Millionen bekommen. Was haben wir gemacht? Wir haben darüber gesprochen, dass man, als er gepitcht hat, gesagt hat, dass er anfängt mit dem Satz, ich bin 27, ich habe noch nie ein Unternehmen geführt und wir sind ein Team aus 3 Leuten. Und ich glaube, sie werden uns nicht trauen. Das war der Anfang des Pitches. Und am Ende hat er die 1,2 Millionen eingesammelt. Merkt ihr, was ihr macht? Gerade dann, wenn ihr das Gefühl habt, das Publikum ist mega krass gegen euch, fangt mit der Einwand-Vor-Behandlung an. Und dann bekommt ihr ganz viel Glaubwürdigkeit. Und dann bekommt ihr auch ganz, ganz viel zurück. Fassen wir also nochmal zusammen. Ich lerne ja von Cicero, einer meiner Coaches und Trainer, bei ihm eine Mastermind gebucht. Kennt ihr Cicero? Ich glaube, der hat einen Stand hier, Bereich E. Der hat immer gesagt, Vlad, am Anfang sag, was du sagen wirst, dann sage es und dann sage dem Publikum, was du eigentlich gesagt hast. Und jetzt komme ich also zum dritten Teil, zur Zusammenfassung. Das Schöne ist, ihr wisst jetzt, alleine die Rhetorik ist zu schwach. Wenn ihr nur toll auftretet, Blickkontakt mit eurem Publikum haltet, ein bisschen lächelt, Gesten macht oder stabil steht und eine feste Stimme habt, dann habt ihr zwar Präsenz, aber leider keinen Inhalt. Und am Ende des Tages möchten die Leute von euch Inhalt haben. Die möchten was mitnehmen. Und ich bin sicher, dass ihr 1, 2 Punkte hier mitgenommen habt und sei es nur die 10 Begründungsstränge oder die Farbenargumentation, die rausgehen und sagen, ja, Vlad, der hat Content gebracht. Das war cool. Und er hatte auch einen festen Stand. Und ich erzähle euch ein Geheimnis, bevor ich aufhöre. Und zwar, es gibt bei der Entrepreneur University hier parallel zu mir vor mir oder nach mir Leute, die sagen, die sind auch Speaker, auch Trainer, Marketer, viele unterschiedliche Anbieter. Die sagen euch, der Rahmen ist wichtiger als das Bild. Es ist viel wichtiger, wie man auftritt und der Inhalt, ja, das wird nicht gekauft, das wird der Rahmen gekauft. Und genau diesen Kollegen, wenn ich sie mal treffe, schüttelt die Hand, sage Hallo und frage sie, wenn die Leute in Louvre gehen, wollen sie sich dann die Mona Lisa anschauen? Oder den Rahmen der Mona Lisa anschauen. Und dann wird immer klar, ach so, ja, ja, okay, vielleicht dann doch den Inhalt und den Rahmen. Und deswegen möchte ich euch hier nicht alleine lassen. Ich möchte euch nicht sagen, Argumentorik ist super klasse und ihr sollt das einfach anwenden, sondern ich weiß, dass ihr jetzt viele Fragen habt. Und für diese Fragen habe ich für euch ein kleines Geschenk vorbereitet. Ihr könnt das hier abfotografieren. Das ist mein Kurs zum Thema Argumentorik, der 199 Euro kostet, den ihr komplett kostenlos bekommt, ohne Wenn und Aber. Da ist auch kein Abo-Modell dahinter geschaltet. Das ist einfach mein Geschenk an euch. Und wer es gerade nicht geschafft hat, abzufotografieren, ich stehe auch für sonstige Fragen gleich noch da. Und zwar mit diesem magischen QR-Code kriegt ihr das auch hin, wenn ihr das gerade nicht mitgekriegt habt. Aber mir ist wichtig, dass ihr eins aus diesem Vortrag mitnehmt. Bloße Rhetorik ist zu schwach. Wenn ihr im Business Erfolg haben wollt, braucht ihr die Argumentorik. Dafür braucht ihr auch gute Argumente, aber auch eindrucksvolle Rhetorik. Und das könnt ihr in diesem Online-Kurs lernen. Und vergesst diesen Schlusssatz nie. Je besser ihr kommunizieren könnt, desto mehr Erfolg habt ihr im Business. Vielen Dank.